Wir erleben in vielen Ländern Europas, auch bei uns, den gefährlichen Aufstieg der Rechtspopulisten. In den USA erhebt sich mit Donald Trump die hässliche Fratze von Nationalismus und Rassismus. Ohne Übertreibung kann man sagen, dass wir in den nächsten Jahren vor der Alternative stehen: Wird der Kapitalismus immer autoritärer oder schaffen wir es, den Neoliberalismus und den Rechtspopulismus beiseite zu schieben? Liebe Genossinnen und Genossen, hier in Deutschland ist es unsere Aufgabe, für eine Politik der Hoffnung zu sorgen, und das ist auch dringend notwendig. Nur noch eine Minderheit der Menschen im Land traut Angela Merkel und der Bundesregierung zu, dass sie die Probleme lösen können. Und das mit Recht. Was tut denn diese Bundesregierung gegen die Lawine der Altersarmut? Einen Dreck tut sie. Wer ein ganzes Leben lang jeden Tag von früh bis spät arbeiten geht und weniger als 12 Euro die Stunde verdient, landet direkt in der Altersarmut. Die Große Koalition will den blutleeren und blutarmen Mindestlohn um 33 Cent erhöhen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 33 Cent. Welcher Hohn und welche Offenbarung über den Zustand dieser Regierung. Eine Politik der Hoffnung beginnt damit, dass jeder und jede von seiner Arbeit leben kann. Und deshalb muss der Mindestlohn sofort auf 10 Euro angehoben und in schnellen Schritten auf 12 Euro erhöht werden, liebe Genossinnen und Genossen. Die Rentenkürzungen müssen zurückgenommen werden. Der Schwindel mit der Riester-Rente muss rückgängig gemacht werden. Wir brauchen eine lebensstandardsichernde und armutsfeste Rente in diesem Land. Eine Politik der Hoffnung heißt, in einem reichen Land darf es keine Armut und keine Kinderarmut geben. Deshalb brauchen wir eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1050 Euro. % der Haushalte haben heute weniger Einkommen als vor 20 Jahren. Das reichste 1% in diesem Land besitzt über 30% des gesamten Nettovermögens. Die untere Hälfte der Bevölkerung zusammen besitzt gerade mal 1%. Nicht nur die Armen haben nichts außer Schulden, auch die Mittelschicht wird mehr und mehr geschrumpft. Eine Politik der Hoffnung heißt, diese Zerstörung der sozialen Grundlage unserer Demokratie muss aufhören. Reichtum ist teilbar. Liebe Genossinnen und Genossen, aber Hand aufs Herz, inmitten dieser Gerechtigkeitskrise ist es uns bei den Landtagswahlen im Herbst nicht ausreichend gelungen, diejenigen, die sich nicht vertreten fühlen, die auf der Strecke geblieben sind, zu überzeugen, uns ihre Stimme zu geben. Es gibt nichts zu beschönigen. Die Wahlergebnisse waren für uns eine schwere Niederlage, die mich auch im Übrigen persönlich schmerzt. Wir haben jedoch überhaupt keinen Grund, in Sack und Asche zu gehen. Wir haben zusammen sehr offen die Gründe analysiert. Es stimmt mich zuversichtlich, dass wir in der Partei darüber konstruktiv debattieren und dass wir nach vorne schauen.
Wir müssen wieder näher an die Menschen ran. Wir müssen im Alltag sichtbar und spürbar sein. Zweifellos waren die Wahlen eine politische Zäsur für alle Parteien. Es ist ein Alarmzeichen, dass die AfD in Sachsen-Anhalt wie in Baden-Württemberg stärkste Partei bei den Erwerbslosen und bei den Arbeiterinnen und Arbeitern geworden ist. Auch in den Gewerkschaftszentralen müssten alle Alarmglocken läuten, denn die Gewerkschaftsmitglieder haben überdurchschnittlich AfD gewählt, obwohl sie ein gewerkschaftsfeindliches Programm hat. Es ist doch der größte Irrtum, dass die AfD irgendetwas mit sozialer Politik zu tun hat. Die AfD ist die schlimmste neoliberale Partei der Bundesrepublik. Man hört von ihr nichts zu bezahlbaren Wohnungen, zu Renten oder Löhnen. Sie ist eine Marionette der Steuerflüchtlinge. Sie will die Reichen und Vermögenden noch mehr verhätscheln. Sie will Hunderttausende junge Menschen zur Wehrpflicht zwingen und die Bundeswehr noch mehr aufrüsten. Das ist doch absurd. Unsere Steuergelder müssen für Soziale ausgegeben werden und nicht für Aufrüstung, liebe Genossinnen und Genossen. Die AfD kämpft gegen die Errungenschaften der Frauenbewegung, der Gewerkschaftsbewegung und aller fortschrittlichen Bewegungen in diesem Land. Sie hetzt gegen die Muslime und führt einen reaktionären Kulturkampf. Deshalb müssen wir sie angreifen und bekämpfen. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass sie landet, wo sie hingehört, nämlich auf dem Müllhaufen der Geschichte. Liebe Genossinnen und Genossen, Sozialreparatur ist einfach zu wenig. Es hilft kein Rumdoktern. Wir brauchen nach 30 Jahren neoliberaler Revolution von oben einen grundlegenden Bruch. Wir brauchen eine Revolution der sozialen Gerechtigkeit von unten, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir müssen aufräumen mit den Gerechtigkeitslügen des Neoliberalismus wie Hauptsache Arbeit. Das Ergebnis, Millionen Menschen können von ihrer Arbeit nicht leben und leben in Dauerstress und Unsicherheit. Der Markt schafft eben keine soziale Gerechtigkeit, sondern führt nur dazu, dass diese Gesellschaft Wettbewerbsfähigkeit und gleichzeitig brutaler wird. Das sehen wir in den Altenheimen, in den Krankenhäusern und in unseren Städten. Wir brauchen eine Revolution der Gerechtigkeit gegen den Terror des Marktes, gegen die Altersarmut, gegen den Pflegenotstand und gegen die Wohnungsnot. Antonio Gramsci hat davon gesprochen, dass wir geduldige, nüchterne Menschen brauchen, die nicht verzweifeln angesichts der schlimmsten Schrecken und sich nicht an jeder Dummheit begeistern. Lasst uns also die Verhältnisse nüchtern analysieren, aber mit Optimismus und Entschlossenheit an ihre Veränderung gehen. Deshalb Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens. Wir brauchen sicher revolutionäre Geduld, wir brauchen aber auch revolutionäre Ungeduld. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.